Willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Wir haben in der letzten Folge die Sakai-Clan-Rüstung bekommen. Ich hatte die am Ende der letzten Folge auch rot gefärbt, weil ich mir ja noch ein paar Farbpakete hier beim Händler geholt hatte. Ich habe mir das alles nochmal aus der Nähe angeschaut, das war mir dann doch ein wenig too much. Ich habe das jetzt wieder in weiß umgeändert und ein anderes Schwertkit auch reingenommen. Und dabei soll es denn jetzt erstmal bleiben. Wie dem auch sei. In dieser Folge machen wir hoffentlich wieder etwas Tolles. Ich habe schon mal ein bisschen rumgeschaut. Wir werden auf jeden Fall erstmal hier ein paar unentdeckte Orte abklappern. Unter anderem dann auch noch die ein oder andere mongolische Siedlung. Und dann kümmern wir uns noch um ein oder zwei Nebengeschichten. So ist auf jeden Fall erstmal der Plan. Mal gucken, ob sich das auch alles so in die Tat umsetzen lässt. Wir begeben uns auf jeden Fall jetzt erstmal zur Säule der Ehre. Das ging wieder mal relativ schnell mit der Schnellreise, wie immer. Was kriegen wir hier für ein tolles Schwertkit? Hachimans Atem, möge der Kami der Samurai deine Klingen führen. Wie sieht das aus? Ja, gut, mit den roten Griffen geht schon mal, aber ich bleib jetzt erstmal auf meinem Schwertkit. Ich kann jetzt hier auch nicht 10-mal in einer Folge oder jede Folge immer irgendwie den Style ändern. Mal schauen, was haben wir hier noch in der Nähe? Unentdeckte Orte wollten wir ja abklappern. Was ist das da vorne? Da können wir wahrscheinlich ein Haiku oder sowas verpassen. Nee, das ist ein Fuchsbau. Okay. Und ein Vögelchen fliegt hier auch rum. So, kleiner Fuchs, dann führe mich mal zu einem weiteren Schrein. Der Vogel fliegt ja auch da lang, warum? Sie führen mich beide in die Irre. Aber der Vogel zeigt mir, glaube ich, da hinten noch irgendwas. Oder ist das dort hinten gar der Schrein? Hier ist der Schrein und der Vogel. Ja, wo will der Vogel hin? Ach so. Der fliegt hier hin und da können wir ein Haiku verfassen. Alles klar. Was ist das hier vorne? Ich wusste, ihr würdet mich finden, Sakai. Du kannst gehen, Junge. Ach du Scheiße, wer ist das denn? Duell im ertränkten Sumpf? Okay. Na gut, warum nicht? Das ist neu. Dass wir so ein Duell hier machen können? Strohhüte sind feige Verräter. Ihr verdient alle den Tod. Und Samurai sind verwöhnte Heuchler, die echte Krieger wie mich ihres Ruhms berauben. Ich beweise es. Na dann los. Okay, halten wir es mal fest, dass ich auf solche Banner da hinten achten muss. Die führen mich wahrscheinlich immer zu einem Duellplatz. Das mache ich jetzt auch das erste Mal gegen so einen Strohhut-Ronin. Yasumasa heißt er, okay? Oha. Das wird nicht ganz so einfach. Das war ein unblockbarer Angriff. Ach du Scheiße. Ihr habt in einer Burg gelebt. Das hat euch verweichlicht. Warum seid ihr dann außer Atem? Das ist eine berechtigte Frage, Jin. Ich weiß es auch nicht. Verdammt, da hätte ich ihm, glaube ich, Schaden zufügen können. Er greift immer so verschieden an.
Entweder mit einem blauen Angriff oder so mit einem roten Angriff. Ach du Scheiße, ich muss mich heilen. Muss aber mal wieder einen Angriff kontern. Aber der eine Move, den er da macht, der ist relativ geil. Oh mein Gott. Jawohl, gerade so geschafft. Das war das Duell im ertränkten Sumpf. Leb wohl, Rodin. Was denn, dafür gibt's keine Erfahrungspunkte? Wir müssen uns einfach nur mit den Lappen da duellieren, oder wie? Ah, tolle Nummer. Nicht mal eine Belohnung. Vielleicht kriegen wir zu einem späteren Zeitpunkt eine Belohnung. Das kann natürlich sein. Und ich muss jetzt schnell zurück zum Fuchsbau. Oder zum Schrein vielmehr. Ist der Fuchs denn noch da? Nee, der ist nicht mehr da. Der hat wahrscheinlich Angst bekommen. Na egal, wir ehren erstmal den Schrein. Ach, da ist er wieder, der Kleine. Naja, noch weitere 4 Schreine ehren. Das kennen wir ja mittlerweile. Jetzt verfassen wir hier schnell ein Haiku. Über Ungewissheit sinnieren. Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab und nehme dann gleich die Option, die mir am besten gefällt. Wir bekommen ja, glaube ich, eh nur solche Stirnbänder dafür. Inmitten von Tod. Neue Welt voller Leben. Erinnerung schwindet. Stirnband der Ungewissheit. Naja, nicht so meins. Aber auf jeden Fall ein weiteres in unserer Sammlung. So, mal gucken, das waren jetzt die 3 Orte. Ja, das waren die 3 Orte. Die Flusskinder, hier hätten wir auch nochmal eine Nebenmission. Die können wir eigentlich machen. Das muss irgendwo dort hinten sein. Ich werde jetzt auch mal Ausschau halten nach Mongolen. Und kaum sage ich das, sehe ich da hinten welche. Denn wir können ja jetzt in der Herausforderung schon eine 5er-Serie hinkriegen. Das möchte ich mal machen. Schickt euren besten Krieger! Das sind auch, glaube ich, genau 5 Leute. Na komm schon. Meine Güte, ich habe gedacht, er greift nie an. Und der letzte, bitte. Das waren 5 auf einen Streich. Und der da hinten sucht gleich das Weite. Trophäe erhalten. Schön aus dem Handgelenk. Ja, nice. Da hinten rennt er noch. Auch nicht schlecht. So, auf geht's zur Nebenquest. Da hinten ist noch ein Bär. Den schießen wir gleich mal. Der kloppt sich schon wieder mit Mongolen. Wir sehen ja, wie die Mongolen wegfliegen. Nee, Giftpfeile will ich nicht, Jin. Na, den einen brauchen wir nur nicht herausfordern. Ich sag mal so, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Kampfhaltungen zu verbessern. Wir haben den viel schneller ins Taumeln gebracht als vorher.
Das läuft ja schon mal richtig geil ab. Dann werde ich die Kampfhaltungen demnächst auch weiter verbessern. Wo ist jetzt hier die Quest mit den Flusskindern? Ich kann mich vage daran erinnern, dass wir hier schon mal waren. Und ich glaube, hier war irgendwo eine Frau in einem Haus, die geweint hatte. Wenn ich jetzt nicht was durcheinander bringe. Wir schauen mal. Ich höre hier doch jemanden weinen. Vater, mein Herr! Es kam des Nachts. Habt ihr es gesehen? Ganz ruhig. Wie ist euer Name? Shino, mein Herr. Shino, sagt, was habt ihr gesehen? Ein Flusskind. Ein Kappa. Ein Dämon? Seid ihr sicher? Wie in den Geschichten, die mein Vater erzählte. Ein Monster im Fluss. Clownspuren im Boden. Ihr habt Glück, dass ihr noch lebt. Ich blieb. Und mein Vater ging, um das Kappa zu verjagen. Dann hörte ich ein Platschen und Schreie. Ich werde nach ihm sehen, Shino. Bleibt hier. Bleibt weg vom Wasser. Die Flusskinder. Naja, das klingt für mich relativ gruselig. Kann sich eigentlich nur um ein Tier handeln? Seid vorsichtig, Herr. Die Kappa sind hungrig. Ja. Was lag da noch? Was ist das? Ach so, eine Spur. Umgeworfen. Jemand hatte es eilig. Ja, ein Fass mit Reis. Die Leute unter euch, die ein bisschen Humor haben, kennen sicherlich den Spruch mit dem Reisfass aus China. Aber das Spiel spielt ja in Japan. Ich gehe jetzt nicht näher drauf ein. Angebissener Fisch. Da war jemand ausgehungert. Spuren könnten von Menschen oder Tieren sein. Sie führen in den Fluss. Könnte es sogar um ein Krokodil gehen, aber das kann ja hier unmöglich in Japan sein, oder? Oh, da war noch eine Spur. Die Spuren gehen weiter. Folge das Kappa. Steht Kappa für irgendwas Bestimmtes? Kehre zu den Spuren zurück. Wollt ihr mich hier verarschen? Wie oft soll ich denn hier noch Spuren lesen? Ich habe gedacht, ich muss in die Richtung laufen. Ach so, hier direkt am Wasser. Ja, guckt euch mal die Fußspuren an. Entweder ist das ein Mensch mit sehr dünnen Füßen und recht langen Zehen und Fußnägeln, oder ansonsten ist das irgendein Tier. Da liegt eine Leiche. Das muss Shinos Vater sein. Die Schnitte sind primitiv, aber sauber. Vielleicht von einer Klinge. Vielleicht gibt es Spuren des Mörders. Na, wie immer. Warum sollte es hier keine Spuren geben, Jin? Also ist das auf jeden Fall ein Mensch mit einer Waffe. Mehr Spuren. Sie führen dort lang. Wahrscheinlich sogar jemand, der sich verkleidet und hier die Bewohner terrorisiert. Na wehe, ich muss jetzt hier vorne noch irgendwelchen Spuren weiterfolgen. Dieser Geruch. Gegrillter Fisch. Jetzt muss ich wieder zurück. Ich fasse es nicht.
Wollen wir jetzt hier jede Fußspur untersuchen oder was, Jim? Na, wehe geht's da nicht weiter. Wollen wir nicht nochmal anhalten und hier nach Spuren suchen? Meine Güte. Ich hoffe jetzt auch, das ist der richtige Weg. Im Moment wird mir nicht angezeigt, dass ich irgendwie zurück muss. Aber ich kann da hinten vage was erkennen. Da steht jemand. Aber das sind doch Mongolen. Ja, das sind Mongolen. Aber hier kann ich auch eine weitere Spur aufnehmen. Seid ihr so? Das war kein Kappa. Oh, eine Art Monster. Das ist also das Kappa, ja? Naja, sieht ja richtig eindrucksvoll aus. Und der letzte, bitte. Richtig geil, dass wir 5 Stück klar machen können. Sie haben sicher Shinos Vater bestohlen. Ein paar Steine. Trockenfisch. So, jetzt habe ich die Banditen durchsucht. Was nun? Ach nee, alle habe ich noch nicht durchsucht. Eine Flöte. Hat wohl Shinos Vater gehört. Flöte, eine einfache, von Hand gefertigte Flöte, die Shinos Vater von Banditen gestohlen wurde. Ich werde sie ihr bringen. Und das war's dann schon mit der Quest, oder wie? Naja. Diese Questen gehen ja relativ schnell. Wenn wir nicht vorher wieder eine ganze Woche damit verbringen müssen, irgendwelche Spuren zu verfolgen. Und damit meine ich wirklich jede Spur. Theoretisch kann ich doch mit Sora zurückreiten, ne? Geht doch schneller. Ach so. Der gute Sora traut sich bestimmt nicht in das Gebiet wegen dem Kappa. Er hat bestimmt Angst davor. Die Frau hat das vorhin so eindrucksvoll erzählt. Da möchte Sora natürlich nicht mittendrin statt nur dabei sein. Aber da vorne steht er ja. Keine Ahnung, warum er nicht zu mir gerannt ist. Ich verstehe es nicht. Wir sind ein gutes Team. Die Frau ist auch schon wieder draußen. Mein Vater. Tut mir leid, Shino. Das Kappa hat ihn getötet. Kein Kappa. Diebe. Nein. Nur ein Dämon wäre zu so etwas fähig. Verzweiflung kann aus den besten Männern Dämonen machen. Könnt ihr irgendwo Zuflucht finden? Akashima. Meine Tante ist dort. Hat die eurem Vater gehört? Ja. Er kommt mit mir nach Akashima. Vielen Dank. Ich werde bald aufbrechen. Naja, wenigstens haben wir ihr noch etwas von ihrem Vater mitgebracht. Wie Jin schon sagte, Verzweiflung kann aus den Menschen Dämonen machen. Da ist was Wahres dran. Talisman der Prügelei, okay, auch nicht schlecht, das haben wir direkt jetzt nach der Quest bekommen. Was kann denn der? Mittlere Erhöhung des Taumelschadens. Nee, das brauche ich nicht. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch hätten. Hier vorne haben wir alles abgeschlossen, bis auf diesen Schrein und diesen anderen Schrein hier. Hier hinten ist noch ein unentdeckter Ort, da gehen wir auch noch hin.
Wie ich bereits sagte, wir machen in dieser Quest keine Hauptgeschichte. Wir klappern einfach nur mal wieder unentdeckte Orte ab und machen hier und da die ein oder andere Nebengeschichte. Bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg? Ach, ich muss da durch. Ah ja, gut. Da hinten scheint Strohhut Roland zu sein. Ah ne, es sind normale Mongolen. Steht euch und kämpft! Tolle Mütze hast du. Scheint echt kalt hier zu sein. Du zuck nicht rum, du greif ihn doch mal an. Oh, hätte ich mal nichts gesagt. Ja. Da musst du wegrennen. Zu spät. Du hattest deine Chance. Ich glaube, ich krieg ein wenig Entschlossenheit. Weniger, kann man das so sagen? Nee, das ist beschissen ausgedrückt. Ich bekomme weniger Entschlossenheit im Vergleich zur anderen Rüstung. Daran muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen. Aber dafür teilen wir natürlich mehr Schaden aus, wir können mehr Herausforderungsserien machen und wir können die Gegner mehr einschüchtern. Hat alles wie immer seine Vor- und Nachteile. Wer pfeift hier denn? Was ist das immer? Ich wundere mich jedes Mal, wenn das kommt. Ich kann es mir auch beim besten Willen nicht erklären. Was geht denn da hinten ab? Wer steht denn da? Ach, da angeln irgendwelche Leute. Was ist denn das hier für eine Siedlung? Omori. Waren wir hier schon mal? Wenn hier keine Mongolen sind, dann waren wir hier schon mal. Aber der Wind führt mich direkt hier durch. Der Quest ist hier bestimmt auch nicht mehr. Jetzt sind wir im Ujima-Sumpf. Ich habe manchmal so meine Probleme mit dem Aussprechen dieser gewissen japanischen Wörter. Nehmt mir das bitte nicht übel. Und jetzt muss ich darüber. Ja, da komme ich doch mit Sora wieder nicht rüber. Sora kann doch nicht schwimmen. Jin, das solltest du aber wissen. Da kann ich rüber. Ich mache das nur für Sora. Ich hätte auch absteigen können. Das sieht ja geil aus mit diesen roten Blumen. Aha, da hinten können wir uns, glaube ich, noch einem weiteren Duell stellen. Was ist das hier? Lass mich raten, das ist ein Schrein. Ja, Scharlachfeldschrein, alles klar. Ich habe da hinten aber, wie gesagt, diese Banner noch gesehen. Und da können wir uns einem weiteren Duell stellen. Bevor wir das hier aber erstmal machen. Wer will kämpfen? Oder das machen wir, nachdem wir das hier gemacht haben, so. Ich muss auf jeden Fall ein wenig Entschlossenheit aufladen, das brauche ich für den Kampf. Das wird ja mit Sicherheit wieder gegen einen Strohhut gehen. Tja, Jungs. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Jeweils nicht manchmal. Und ganz besonders nicht Kirschen mit Steine. Bambus ist voll. Hier können wir aber noch jemanden befreien. Alles wird wieder gut. Ein Mann aus Yarikawa erzählte, dass ihr seine Stadt gerettet habt. Gut, diese alte Fehde beizulegen. Ja gut, wird jetzt dadurch wieder was aktualisiert auf der Karte? Wahrscheinlich nicht. Naja, gut, egal. Stellen wir uns einem weiteren Duell. Das erkennt man echt von Weitem, da muss ich immer drauf achten.
Aber das sind generell alles unentdeckte Orte, oder? Ah, ich glaube schon. Hier ist auf jeden Fall der Schrein. Damit haben wir jetzt schon 3 Schreine aufgedeckt. Und in der Nähe gibt es noch ein Dorf der Mongolen. Kann ich den hier mit einem Attentat fertig machen? Lauriuso, seid ihr der größte Schwertkämpfer, den er kennt. Das musste ich selbst sehen. Ihr solltet ihm besser Glauben schenken. Ich übe mit einer Klinge, seit ich laufen kann. Niemand kann mich mehr herausfordern, außer euch. Duell inmitten der Spinellen. Oder Spinnenlilien. Was lese ich hier wieder für ein Brei? Ryusos Geschichten werden euch nicht gerecht. Das war schon immer so. Ach, meine Güte. Okay, das ging dann doch schneller als gedacht. So schwer ist das gar nicht. Ich wollte das nur ein bisschen abpassen wegen meiner Gesundheit. Man kann es doch relativ doch es ist vorbei. Schnell machen. Ja, aber dafür kriegen wir leider keine Erfahrungspunkte, Jin. Und die droppen auch nichts. Okay, ein paar Vorräte. Ich habe nichts gesagt, aber mehr ist das nicht. So, was haben wir hier noch in der Nähe? Außer diesem Schrein, da will ich jetzt aber nicht hin. Das mit den Schreinen mache ich dann ein andermal. Wir kümmern uns jetzt noch um diese mongolische Siedlung. Oder Gasthaus in dem Fall. Oh ja, Wildschweine. Los, greift mich an. Oh verdammt. Sora, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Los, ihr kleinen Schweinchen. Oh, verdammt, ich hätte sie nicht herausfordern sollen. Ein Treffer reicht aber jetzt für so ein Wildschwein. Das eine flüchtet. Lass ich es entkommen? Natürlich nicht. Der Vogel fliegt ja auch wieder umher. Was will der denn jetzt schon wieder? In welche Richtung fliegt er denn? Ah, der führt mich doch eh wieder zum Schrein. Ja, Vögelchen, weiß ich doch. Da ist ein Schrein. Lass den Schrein mal Schrein sein. Da gehen wir ein andermal hin. Wir befreien jetzt erstmal das Gasthaus von Mongolen. Verdammt, ich hätte die herausfordern können. Nochmal schnell zurückrennen, da ist ein Hundi. Ich möchte ganz gerne die Herausforderung machen. Kann ich das nicht mehr starten? Besiege die Mongolen. Bonus. Töte einen Gegner, der eine Windglocke untersucht. Das mache ich ganz gerne. Und zwar... Oh, jetzt haut der ab. Ich glaube, der Hund sieht mich und wittert mich. Verdammt, er kommt in meine Richtung. Verdammt, der hat mich echt gesehen, der Löffel. Den wollte ich eigentlich mit der Windglocke anlocken. Na egal, dann mache ich das mit dem anderen. Wer bietet sich hier für eine Windglocke an?
Ich muss das echt gut timen. Wenn ich die Windglocke hinschmeiße, ja, wer reagiert denn da drauf? Ich schaue sie nacheinander aus. Ja, Jin, nacheinander, ja. Meine Güte, ich habe heute aber auch ein paar Sprachprobleme in der Folge. Das ist sogar, glaube ich, der Anführer. Hauptsache, der guckt nicht in meine Richtung. Ah, genau das tut er. Dann werfe ich eine weitere Windglocke dahin. Nun komm schon. Guck doch mal nach, ich habe extra noch eine zweite Windglocke für dich dahingeschmissen. Ey, du Volltrottel! Jetzt geht er dahin. Er muss aber woanders hingehen. Er muss da hingehen. Jawohl, das war der Anführer. Und damit hätten wir auch das Bonusziel gleich erreicht. Boah, schnell verstecken. Irgendwer sieht mich da. Hab ihn wohl erschreckt. Ja, du hast mich erschreckt, ganz genau. Ich habe total Angst vor deinem Schal, guter Mann. Ach du meine Güte, hier sind ja wieder diese drei Köpfe aufgespießt. Sind das gar die drei Mamushi-Brüder? Die hatten wir doch in der einen Folge mit Yuna alle getötet, geköpft und dann so aufgespießt. Ach egal, gehen wir so rein. Ich schwöre, ich habe Kreis gedrückt. Wo will er denn hin? Oh nein, nicht einer von den Strohhüten. Oh, habe ich nicht gesehen, dass er so einen Angriff macht. Verdammt, wieder so ein Hund. Siehst du einen wahren Schwertkämpfer? Ich sehe einen wahren Schwertkämpfer, da haben wir es schon wieder. Versprecher sind legendär. Gibt es in jeder Folge von mir. Yeah. Nun komm, ich bin hier. Oh. Nicht so ein beschissener Bogenschütze, wenn ich hier gegen ihn kämpfe. Ja, ja. Steckt er denn Dojo sonst wohin? Und die Leine. Zum Glück. Ich hatte noch ein bisschen Entschlossenheit fürs Heilen. Artefakte der Mongolen, jawohl. Was haben wir da? Der Aufstieg des Mongolenreichs brachte Fortschritte in der Schwarzpulvertechnologie mit sich. Ein Beispiel dafür ist ihre Aneignung der himmelerschütternden Donnerbombe, die zum ersten Mal im China des 12. und 13. Jahrhunderts entwickelt wurde. Diese Handbombe besteht aus Gusseisen und verfügt über eine variable Lunte. So kann der Anwender die Länge des Dochts an die Entfernung zum Ziel anpassen. Das war wieder ein bisschen Geschichtsunterricht. Aber nur ein bisschen. Ich muss jetzt mal gucken, waren das jetzt echt alle? Nee, natürlich nicht. Der ruht sich aus. Hier an der Tür, das wird ihm zum Verhängnis. Nein, wir haben wieder die Tür kaputt gemacht, Jin. Da stellen die uns doch 100 pro in Rechnung. Wir haben doch schon kein Geld. Oh, da liegt Eisen. Traut euch nur! Ja, ich fordere jetzt die letzten heraus. Wahrscheinlich sind es auch nur noch zwei. Oh, die habe ich zu spät gesehen. Alter, wie oft und schnell er hintereinander schießen kann, ist der Hammer. Bonusziel abgeschlossen, aber es hat leider nicht für einen Technikpunkt gereicht. Und Geiseln mussten wir diesmal auch nicht befreien. Dann kehren hier auch keine Leute zurück. Naja, wir hatten auf jeden Fall das Gehöft von Mongolen befreit und es reicht ja, glaube ich, auch.
Nochmal hier alles abchecken, nicht, dass ich hier irgendwelche Vorräte vergesse. Da war auch noch eine Windglocke, die brauche ich. So, was haben wir denn jetzt hier noch in der Nähe? Ein weiterer unentdeckter Ort und noch ein. Was ist das denn? Wollte mich das Vögelchen gar doch woanders hinführen? Ne, hier bin ich richtig, oder? Ne, hier bin ich falsch. Da ist das Vögelchen. Aber zu welchem Ort wollte es mich führen? Ach, zu dem Baum. Ja gut, das ist 100 pro wieder ein Fuchsbau, sage ich doch. Ich hatte euch ja gesagt, die Folge wird mehr oder weniger sich darum handeln, dass wir halt unentdeckte Orte aufdecken. Denn das haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Na denn, führe mich zum Schrein. Du kleines, kleines Füchslein. Ah, da hätten sie wieder irgendwelche Leute. Und da muss ich auch durch. Ah, die fordere ich erstmal heraus. Zeigt euren besten Krieger! Ich weiß ja ungefähr, wo der Fuchs hingerannt ist und ich glaube, da hinten ist auch der Schrein. Na komm, du kleiner Strohhut. Aus deinem Hut kann man echt bestimmt Reis kochen. Na, oh, das habe ich kommen sehen. Ich hatte total verpeilt, dass die auch das dritte Mal antäuschen können. Naja, du hast mich. Na, oh, den Angriff... Damit habe ich echt nicht gerechnet. Meine Güte. Aber es hat für einen Technikpunkt gereicht. So, die Jungs haben wir gelootet. Da ist der Fuchs. Ja, ich bin da. Ich habe dich nicht vergessen. Ich musste mich gerade nur um ein paar nette Freunde kümmern. Die habe ich eine Weile nicht mehr gesehen. Wir haben nur ein paar Nettigkeiten ausgetauscht. Also nichts Großartiges. Jetzt kannst du mich zum Schrein führen. Da ist der Schrein. Ja, würde man diese Füchse nicht haben, würde man die Schreine echt nicht finden. Okay. Das war's. Vielen Dank, kleiner Mann. Oder junge Dame. Er freut sich wieder. Oder sie. Wie auch immer. Dann auf zum nächsten unentdeckten Ort. Und dann checken wir noch das hier ab. Und dann könnten wir... Ach, ist ja schon die letzte Geschichte mit Yuna. Ja, dann machen wir auf jeden Fall danach, nach diesen unentdeckten Orten, die letzte Geschichte mit Yuna. Wenn es denn auch schon die letzte Geschichte ist... Hallo, Soralein. Ohne dich könnte ich das nicht. Nein, nein. Ohne Sora könnten wir sowieso nichts, Schwinn. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Hier ist der Schrein. Ja, gut. Könnte ich wahrscheinlich auch so ohne weiteres rein. Das war jetzt ein unabsichtlicher Reim, gebe ich zu. Aber das machen wir halt ein andermal. Da hinten sind noch Mongolen... Diesmal aber gehen wir da nicht hin. Umugi Haiku. Aha. Ja, ich habe ja das schon gedacht. Entweder ein Haiku oder ein weiterer Fuchsbau. Na gut, dann verfassen wir ein weiteres Haiku. Über Beharrlichkeit sinnieren. Machen wir auch wieder ganz schnell. Ich wähle jetzt hier irgendwelche Optionen. Ich glaube, das spielt sowieso keine Rolle. Ein Spiegel des Ichs. Die Wunden werden tiefer. Beschützt vor dem Hass.
Ich finde das ja echt cool, dass Jin das immer noch vorliest. Stirnband der Beharrlichkeit. Verdammt, das wollte ich mir noch anschauen. Wo ist das denn? Hier haben wir's. Oh mein Gott, da ist eine Kröte vorne drauf. Nee, das nehme ich nicht rein. Obwohl ich die Kröten ja echt geil finde, gerade bei Naruto. Aber das Reich der Kröten wird es hier wahrscheinlich nicht geben. Naja gut, hätten wir auch das abgeschlossen. Wie gesagt, den Schrein lassen wir erstmal außen vor. Auf zum nächsten unentdeckten Ort. Und danach machen wir die Geschichte mit Yuna. Hey, da kloppen sich noch Mongolen mit einem Bär. Ich habe den Bären jetzt mal getötet. Um das Ganze hier mal ein wenig abzukürzen und dann schnell weiterzureiten. So, Ralein, du kleiner Schlingel, brauchst dich hier gar nicht aus den Scherereien raushalten. Das macht er immer. Flotter, Sora! Da muss ich hin, ja? Stimmt, ich bin ja vorhin hier über den Steg geritten. Da kann ich auch noch Leute herausfordern. Die haben eine Geißel, der müssen wir helfen. Kämpfen wir! Ich stelle mich ja ungern solchen Konfrontationen nicht. Der hat gleich beim ersten Mal ausgeholt. Manche fackeln dann auch nicht lange. Und er hat hier auch was zum Fackeln, wo wir gerade von Fackeln sprechen. Er war der Fackelmann. Ich glaube, mehr wie 5 Leute kommen auch in so einer Herausforderung generell nicht. Das war dein letzter Atemzug, mein Freund. Gebt mir all eure Vorräte. Ach so, ich kann ja noch der Frau helfen. Ich wollte schon wieder abhauen. Stillhalten. Das ist ein Wunder. Geht. Gebt auf euch Acht. Bitte. Das ist für euch. Vielen lieben Dank. Aber wir müssen schnell weiter. Da hinten sind schon wieder irgendwelche Strohhüte. Die wir aber anders diesmal fertig machen. Und zwar mit einer Schwarzpulverbombe. Bitteschön. Na Jungs, das gibt euch bestimmt zu denken, wa? Tja, so schnell kann's gehen. Strohhüte auf Patrouille, da fackel ich nicht lange. Wo ist denn jetzt schon wieder Sora? Ach da, ich wollte schon sagen. Hat er sich schon wieder versteckt? So, nur aber schnell zum Ziel. Aber ich kann unterwegs nicht solchen Herausforderungen aus dem Weg gehen. Erstens gibt es dafür immer Erfahrungspunkte. Und zweitens macht das einfach zu viel Spaß. Hier sind wir bei Fort Imai. Das hatten wir doch letztens erst befreit, glaube ich. Ich mir jetzt den unentdeckten Ort markiert oder direkt Yuna? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe mir den Ort markiert. Warum zum Teufel geht das jetzt mit dem Wind nicht? Ist der Legendenerzähler der der unentdeckte Ort. Alles klar. Okay. Naja, gut, egal. Wenn Mongolen mal ein Bohlen, ja, dann ist bei denen richtig viel zu holen. Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der beste Reimer und was er da raushauen wollte, weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt einfach mal seinen Satz weitergeführt. Warum kann ich denn jetzt nicht... Ah, verdammt, ja stimmt, ich habe ja gar nichts markiert. Hatte mich gerade gewundert, warum ich hier das Ziel nicht anwählen kann mit dem leitenden Wind.
Da vorne muss Yuna sein. Hier steht auch ein Pferd. Hier muss er irgendwo sein. Da oben scheint er drin zu sein. Die letzte Geschichte mit der guten Yuna. Um was wird es wohl gehen? Die Quest nannte sich, glaube ich, Nachricht im Blut. Was ist? Altan weiß Bescheid. Das war seine Antwort. Er will ein Treffen in einem Lager an der Grenze zu Kushi. Das wird er büßen. Wir ziehen ihn zur Rechenschaft. Ihr habt nichts als Tod gebracht. Rache zu üben ist unsere Pflicht. Wir werden Altan dafür bluten lassen. Das ist die Pflicht eines Samurai. Yuna ist bloß eine Diebin. Und Diebe haben keine Ehre. Wir machen es wieder gut. Ich schwöre. Deine Versprechen sind genau wie du. Wertlos. Auf zu den Pferden. Ich glaube sogar, die gute Dame hieß Ichi. Und das ist eine Bekannte von Yuna. Aber dass sich Yuna das immer von ihr bieten lässt, naja, ist ihre Sache. So, jetzt bin ich auf meinem Pferd. Wo ist Yuna? Ach so, die hat den konventionellen Weg genommen, ich verstehe. Stimmt, dieser Altan, von dem hatte Yuna ja mal gesprochen, das ist mir völlig in Vergessenheit geraten. Ja, Yuna, wo müssen wir denn jetzt nur hin? Das ist ja auch nicht gerade um die Ecke. Du weißt, dass wir in eine Falle reiten. Ich weiß, aber das schulde ich Ichi. Wir müssen uns auf Altan konzentrieren. Was immer zwischen euch passiert ist, darf nicht im Weg stehen. Du verstehst das nicht. Ichi war Sklavin auf dem Mamushi-Gehöft. Dort lernten wir uns kennen. Sie hat sich um mich und Taka gekümmert. Uns vor dem Schlimmsten beschützt. Dank ihr konnten wir entkommen. Das war ihre Entscheidung. Du schuldest ihr nichts. Das ist nicht alles. Wir schworen uns, gemeinsam zu fliehen. Gerade rannten wir noch alle. Und dann schrie Ichi plötzlich auf. Und ich rannte weiter. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich schulde ihr mein Leben. Du musstest fliehen. Ich habe gesehen, was diese Brüder für Männer waren. Wenn du gekämpft hättest, wärst du jetzt tot. Gehört Fliehen zum Samurai-Kodex? Ihr wart Kinder. Manchmal kann man nur überleben, wenn man flieht. Das ist Vergangenheit. Du musst deine Schuld loslassen. Sie ist im Weg, wenn wir uns Altan stellen. Mir wird gar nichts im Weg stehen. Naja, Yuna, wie gesagt, ist deine Entscheidung. Ich misch mich da nicht ein. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, wie viele Männer Altan dabei hat. Oder wo sich der Bastard versteckt. Naja, wir müssen mit ihr mal wieder was ausspähen. Und dann müssen wir wahrscheinlich das Lager auf den Kopf stellen. Oder gleich die Mongolen töten. Wir stürmen einfach rein, wir fragen nicht. Wir sagen einfach nur gepflegt Hallöchen. Ich hoffe, Yuna kommt wieder klar. Sie kann ja auch getötet werden, so mehr oder weniger auf jeden Fall. Na, ich passe lieber auf Yuna auf. Yuna, wo bist du denn? Das ist echt geil gewesen mit der Kampfhaltung. Das hätte ich früher machen müssen. Aber ich habe mich ja mit den Technikpunkten halt auf andere Sachen konzentriert. Ach komm. Erzähl aber keinen Scheiß. Luna ist da draußen. Ich muss ihr helfen. Oh, sie hat es mit zwei Leuten zu tun.
Nima, pass auf, hinter dir ist jemand. Oh mein Gott. Das hat mich und Yuna voll aus der Latschen gehauen. Ich hoffe, das hat man ein bisschen gesehen. Ja, Yuna, ich helfe dir. Noch gar nicht. Das ist das, was ich gemeint habe. Sie kann auch relativ schnell sterben. Wiederbeleben? Kann ich das machen? Boah, verdammt, ich muss mich gleich wiederbeleben, wa? Hier, bitteschön, Kulai. Ja, ja, ich helfe dir. Aber dafür brauche ich auch Zeit. Das war zu knapp. Echt, ja? So viel hältst du gar nicht aus. Waren das jetzt alle Mongolen? Ich meine, wir haben da hier ordentlich Stunke gemacht. Wenn das die anderen nicht gehört haben, dann weiß ich auch nicht. Warte mal, Yuna, nein. Wir schauen uns hier erstmal um. Wie immer. Wer mit mir umhergeht, muss auf jeden Fall ein bisschen Zeit dabei haben. Wo sind denn da noch Gegner? Ich hätte jetzt jemanden töten können. Oder mich hat jemand gesehen in dem Fall. Aber wo denn? Ach, da hinten. Falsche Waffe, Jin. Da ist auch noch jemand. Korrigiere. Da war jemand. Und den anderen Fuzzi, den kann ich, glaube ich, von hier aus so töten. Ah, verdammt. Ich konnte auch nicht mehr den Atem anhalten. Hat er jetzt schon wieder Verstärkung gerufen? Ich glaube, ja. Tja, guter Mann, deine Verstärkung ist... Ja, du bist deine Verstärkung. Sagen wir es so. Der wollte auch schon wieder einen Böller nach mir schmeißen. Eine Windglocke. Ein weiteres Artefakt. Was haben wir diesmal? Der Begriff Shagai leitet sich von den Knöcheln einer Ziege oder eines Schafs ab und bezeichnet vielleicht eine der ersten Formen des Würfelspiels, Entschuldigung. Bei Shagai-Spielen, die manchmal auch Knöchelwerfen genannt werden, geht es darum, die Seite, die nach dem Wurf nach unten oder oben zeigt, vorherzusagen. Darüber hinaus gelten Wolf-Shagai als Glücksbringer. Okay. Irgendein Gesellschaftsspiel der Mongolen. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Meine Güte, die hatten ja früher eine Menge Spaß und eine Menge toller Spielsachen. So, mehr oder weniger auf jeden Fall. Aber ist hier auch schon dieser besagte Typ, den wir jetzt suchen mussten? Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Altan oder so? Nach was muss ich denn suchen, Yuna? Gib mir doch bitte einen Hinweis. Sie sagt auch nichts mehr. Vielleicht ist das auch nicht das letzte Lager. Aufzeichnung oder dergleichen haben wir bis jetzt auch nicht gefunden. Ach so, da ist ja noch ein Mongole. Voll in den Arsch geschossen. Also, wenn hier noch weitere Mongolen sind, dann wüsste ich jetzt nicht. Ach doch, dann ist noch einer. Hallo, guter Mann. Na, hier auch auf der Durchreise. Alter, ich kann eure Leute den ganzen Tag töten. Naja, Jim, wenn du so viel Zeit hast, ich hab das nicht unbedingt. Aber ich werde ja nicht gefragt. Sprich mit Yuna. Das war jetzt auf jeden Fall der letzte Mongole. Aber wo ist Yuna? Yuna. Ich finde hier nicht mal Mongolen und jetzt finde ich auch Yuna nicht mehr. Ach, da hinten steht sie. Das ist er. Altan. Mit noch mehr räudigen Hunden. Soll mir nur recht sein. Oh mein Gott, das läuft wieder auf ein Duell hinaus. Alter, empfangt das Urteil für eure Taten. Ihr wollt mich verurteilen?
Ihr habt eure eigenen Leute ermordet. Die Mamushi-Brüder und der Schwarze Wolf waren Verräter. Ist das eure Ausrede? Euer Vorwand, zum mordenden Geist zu werden? Kein Wunder, dass dieser Ryuzo sich gegen euch wandte. Genug! Beenden wir das hier. Hier und jetzt. Denn ich habe gerade Zeit. Und er anscheinend auch. Denn sonst wäre er nicht hier. Habe ich nicht tolle kleine Totenköpfe an meinem Katana? Habt ihr das gesehen? Ihr tut, was nötig ist, um zu überleben. Und doch verachtet ihr andere, die dasselbe tun. Ich töte im Dienste des großen Friedens. Ich habe gedacht, ich mache das mal relativ problemlos. Und jetzt verbreite ich noch Angst und Schrecken. Jungs, schön hierbleiben und stille halten. Jeder wird bedient. Da ist ja Itchy. Warum ist die denn jetzt hier? Altan ist tot. Doch unser Volk weiß, was ihr den anderen antatet. Jetzt fürchten sie, der Geist kommt auch zu ihnen. Gute Menschen haben nichts zu befürchten. Was glaubst du, Itchy? Sind wir Monster? Ich glaube, ihr habt getan, was nötig war. Leb wohl, Yuna. Nimm dir Itchys Worte nicht zu Herzen. Ich will nicht, dass unser Volk mich fürchtet. Du kannst nicht erwarten, dass jeder versteht, was du tust. Oder wieso? Nein. Aber habe ich die Grenze überschritten? Falls ja, stehen wir auf der richtigen Seite. Naja gut, das war Nachricht im Blut und wir hätten eine silberne Trophäe erhalten. Die eigenwillige Diebin. Damit ist die Geschichte also vollständig beendet. Talisman der raschen Rückkehr. Das ist ein Fernkampf-Talisman. Was kann der? Standardpfeile, die verfehlen, haben eine Chance von 25% wieder aufgesammelt werden zu können. Naja. Wenn dem so ist, dann ist dem so. Auf jeden Fall ist auch ein neues Geschenk verfügbar beim Altar, wie gesagt. Das holen wir uns dann irgendwann mal, wenn wir wieder mal in einer Stadt sind. Für Jin und Sora ist die Pause jetzt vorbei und ich würde sagen, wir haben genug geschafft für diese Folge. Und das war's dann erstmal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein. Dann geht's weiter mit Ghost of Tsushima. Ihr seid ein Samurai. Gebunden an unseren Kodex. Wir leben, kämpfen und sterben ehrenvoll. Weicht ihr von dem Pfad ab? Was wird aus euch werden? Ein Sturm zieht auf. Jin! Jin! Na los, Jin!